In wenigen Minuten werden wir euch die neue Dreileiter dürfen präsentieren. Entschuldigung, es ist natürlich nicht die neueste Dreileiter, die es gibt. Was ihr jetzt hier seht, ist eine Anhängeleiter, wie wir sie früher hatten, bevor wir 1984 eine Dreileiter zugetan haben. Danny, besten Dank. Die Dreileiter haben wir 1984 dürfen in Empfang nehmen. Die haben sehr viele Reparaturen dran gehabt, haben immer hohe Kosten gehabt, auch jetzt, dass wir sie wieder haben, revidieren. Und wegen dem hat uns der Gemeinderat zugelassen, respektive ja gesagt, zu der Leiter, die jetzt kommt. Firma Metz. Sie ist genau gleich hoch wie die vorhergehende. Wieso darf Führer Brattelen sagen, dass sie die schnellsten, die modernsten Rettungsgeräte hier in der Schweiz heute auf Platz überkommen? Ich glaube, ihr habt es vorhin gesehen, wenn man gesehen hat, wie schnell die Leiter ist. Brattelen möchte danken für das Vertrauen, das sie uns geschenkt hat, um das Gerät zu liefern und über die nächsten 25 Jahre herum dürfen Service machen kann oder etwas ist, dass wir dürfen wissen, da sein. Ich wünsche der Feuerwehr alles Gute, vor allem unfallfreie Fahrt. Ihr habt es gesehen, das Fahrzeug fährt und fährt relativ schnell, hat eine starke Motorisierung, eine gute Motorisierung. Und darum, hier die Fahrer, passt auf. Es geht besser als der Alte. Beim Alte hätte er noch schalten müssen. Hier das Automaten. Gino! Das ist ein Museum hinter dem Tobias.
Einen Einstieg, respektive Ausstieg. Und ja. Jetzt sind schon die ersten zwei Figuren. Und das Jahr ist noch nicht fertig. Im letzten Jahr haben wir 277 gehabt. Das heisst, das ist dann ein absoluter Rekord an Einsätzen. Und gross. Als Einsatzleiter haben wir einen Oberleutnant Schneider Andreas, der den Einsatz hier leitet. Unterstützt wird er als vom Offizier Stork Bea, der zuständig ist als Opferung. Lastwagen auf der Autobahn mit 6 brennenden Fahrzeugen.